Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velorsche Zock-Kanal zu einer weiteren Folge F1 2024 mit dem Rennen hier in den USA in Austin und einem Rennen, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie es wird. Ich muss sagen, im Training musste ich dreimal Setup ändern, weil ich echt Probleme hatte mit dem ganzen Rutschen und Co. Ich muss auch ganz klar sagen, ne? An jeden, der Formel 1 guckt, wenn ihr einzelne Fahrer seht, wie oft drehen deren Hinterreifen durch? Nur mal so als Frage. Und dann guckt mal, wie gefühlt in jeder Kurve die Hinterräder im Game durchdrehen. Das hat nichts mit Realismus zu tun, meiner Meinung nach. Gut. Ja, das ist einfach ein bisschen too much. Es ist echt nervig. Es ist echt nervig, sage ich euch ehrlich. Und gerade in so einer Strecke wie Austin mit diesen ganzen Kurven schwierig zu fahren. Ich denke, ich habe ein Setup hinbekommen, wo es relativ stabil sein sollte. Aber das Ganze im Trockenen gefahren, im Nassen habe ich da jetzt noch keine Erfahrung drin. Und das werden wir jetzt herausfinden. Sprint-Qualifying wird regnen und im Rennen anscheinend auch. Ich bin sehr gespannt, ich erwarte wenig, aber wir gucken, wie es wird. Gehen wir rein da. Wir gehen jetzt gleich in unsere erste Runde hier im Sprint. Und schauen dann mal, was für eine Zeit wir hinlegen. Es ist noch trocken, also bisher noch nichts vom Regen zu sehen. Wir sind mit den Mediums unterwegs, weil wir haben ja nur einen Reifen Soften. Ich weiß noch nicht, ob sie es endlich gepatcht haben, dass die CPU nicht unendlich viele Reifen hat. Weil man hat einfach einen brutalen Nachteil bei diesen Sprint-Qualis. Weil die CPU gefühlt immer mit Soft fahren kann, während man selber komplett im Arsch ist. Boah, Junge. Mit einer 1-4-5 im zweiten Sektor. Boah, weit gefahren, das ist nicht optimal. Das war echt nicht optimal. Ein Zehntel auch hinter Ocon. Wir wollen jetzt schon ein starkes letztes und starten im letzten Sektor, um wirklich nochmal voranzukommen. Ziemlich abgekürzt. Ich verbremse mich hier eh, das ist eine richtige Kackrunde. Das war eine ganz schlechte Runde. Wenn man sieht, wo Albon ist, sieht man auch, was möglich gewesen wäre, aber ich habe es irgendwie im zweiten und dritten Sektor komplett verkackt. Sehr, sehr unsauber gefahren. Wir starten von ganz hinten, also eins meiner schlechtesten Qualifyings hier. Wir hätten Russell vielleicht rauskicken können, aber gut. Leben wir jetzt erstmal mit, gehen rein in den Sprint und gucken, ob es da ein bisschen besser wird. Qualifying habe ich gerade echt. Ich würde schon fast sagen, es war meine schlechteste Qualifying-Runde in diesem Jahr, oder? Aber gut, gehen wir rein in den Sprint. Wir sind hier im Austin, in den USA, hier in Texas. Und wir haben hier den Sprint ganz vorne, wie gehabt, natürlich Max Verstappen. Und auf Platz 2 haben wir Lando Norris. Wir gucken dann gleich, wer auf 3 und 4 ist. Sollte es übrigens beim Rennen regnen, wird es interessant, ob die dann endlich Regenreifen fahren, weil das sollte ja gepatcht werden. Leclerc, Piastri vor Sainz und Russell. Perez, Hamilton, Alonso und Stroll. Auf der 11 haben wir Albon, dann Magnus. Man sieht, was möglich gewesen wäre. Hülkenberg, Tsunoda, Gasly, Ocon, Bottas, Joe und dann Ricciardo und ich hier auf der 20. Na gut. Also man sieht echt, wie hart ich verkackt habe. Wir fahren natürlich Medium. Wir gucken einfach, was geht. Vielleicht können wir uns ein paar Positionen nach vorne kämpfen. Schauen wir mal. Also Leute, wir starten von ganz weit hinten. Und wir gucken mal, wie unser Start wird. Wir sind gut weggekommen. Versuchen hier einfach mal reinzustechen und einfach richtig zu überholen. Wir sind hier beim Sprint, können hier ein bisschen Risiko gehen. Wir haben ja eh nichts zu verlieren. 16. Das ist okay. Also ein paar Positionen haben wir gewonnen. Da kann man nicht reinstechen.
aber hier über außen. Ja, aggressive Fahrweise. Ui, nur nicht zu aggressiv werden. Das darf natürlich nicht passieren. Albon hat eine Position verloren, ist auf 12. Aber wir sind schneller als Ocon. Wobei, der kann sich hier erstmal verteidigen auf der Geraden. Wir warten da, bis der DRS aktiviert wird. Alter. Esteban Ocon, wir jagen dich. Hier muss man echt immer aufpassen, was das Gasgame angeht. Da bricht der Wagen sonst gerne mal aus. Ui, 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 bist du langsam hier, Alter! Wir fahren hier eine andere Linie. Gleich ist der erst aktiviert. Okay, du klebst ihm am Auspuff. Sieh zu, dass du vorbeikommst. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Oh, jetzt hier über außen. Wir bleiben auf der Strecke und sind auf P14. P14, damit kann man zufrieden sein. Also da haben wir echt einige Positionen schnell gut machen können. Aber ab jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller gegen die Haas und dann gegen den Teamkollegen. Da wird das dann nicht ganz so einfach laufen, denke ich mal. Wir sind dran an Hülkenberg. Wir haben eh die interessante Situation. Zweimal Haas vor zweimal Williams. Auch hier wieder außen gut positioniert. Hülkenberg bleibt erstmal vorne. DRS plus ERS. Wir geben Power, aber ich glaube, der Haas dürfte etwas schneller sein, oder? Wir versuchen es mit viel Energie. Albon ist an Magnussen vorbei. Und ich an Hülkenberg, oder was? Na, Magnussen kann sich wehren, oder? Nee, Albon setzt sich durch. Und ich setze mich ebenfalls durch. Also beide Williams mehr oder weniger zeitgleich an dem Haas vorbei. Sehr schön. Einfach mal parallel überholen Manöver. Aber man sieht hier schon eine große Lücke nach Albon. Also ich glaube tatsächlich auch, dass für uns Platz 11 das Maximum ist. Danach sieht man schon den Leistungsunterschied. Ui, 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 da verbremst er sich. Hat mich voll irritiert. Aber hey, Runde 4 und wir sind auf Platz 12. Und jetzt geht's auf der Jagd nach Alex Albon. Wir jagen hier Alex Albon. Wir sind auch endlich rangekommen. Aber an ihm vorbeikommen wird nicht einfach. Mal gucken, ob wir ihn vielleicht auch in den Fehler treiben können, wie Magnussen. Aber wir jagen ihn auf jeden Fall. Weiter vorne wird gar nichts gehen. Einfach eine Lücke von fast 5 Sekunden zu Stroll. Also wirklich eine Zweiklassengesellschaft in der Formel 1. Die 5 Top-Teams und dann der Rest. In den Estes sind wir tendenziell schneller. Ja, schön hier ranbekommen. Und jetzt kommt gleich meine problematische Stelle. Aber hier lasse ich dann einfach mal einmal lupfen, ja. Klappt trotzdem nicht perfekt. Hier verliere ich dann wieder. Und dann holt sich Albon hier die halbe Sekunde Abstand. Ist halt die Frage, ob diese ihn reicht, um vor uns zu bleiben. Quer gestanden. Ja, wir müssen ein bisschen was aufbrauchen von der Energie, um ranzukommen, aber vorbeikommen ist hier nicht. Also auch wenn man sich da zeigt, so einfach wird das nichts. Ich meine, es geht hier am Ende eh nur um P11. Deswegen werde ich jetzt auch nicht das ganz große Risiko eingehen. Ich meine, klar, ich will meinen Teamkollegen schlagen. So ist es nicht. Aber es geht halt nicht um Punkte, dass man sagen muss, okay, ich muss alles riskieren. Der Jagd nach Albon. Wir sind nah genug dran eigentlich, um gleich eine Attacke zu starten. War eine etwas andere Linie. Ah, quer gestanden. Mist. Aber trotzdem, trotz der Probleme, können wir hier vorbei, ja, mit dem Überschuss. Trotz der Probleme sind wir hier mit dem Überschuss vorbeigekommen. Sehr schön. Letzte Runde jetzt.
Jetzt können wir ja mal Gas geben. Und hier ist unser Abschnitt. Ich fahre auch mit ein bisschen mehr Flügel. Muss versuchen, vor der Geraden die Sekunde zu haben. Ja, push, 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 push. Ne, wir sind nicht außerhalb der Sekunde. Also er darf auf jeden Fall gleich nochmal attackieren. Albin kann gleich nochmal attackieren. Der wird auch gleich nochmal mit DRS kommen. Ui, der kommt nah ran. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht hinter mir halten. Schwierig. Ich meine, ich bin in. Ich habe versucht, spät zu bremsen. Er lässt mir wenig Platz. Aber er ist wieder vorbei. Er ist wieder vorbeigekommen. Man hätte sicherlich vielleicht noch einen Ticken später bremsen können. Aber dann wäre es schon gefährlich geworden. Also Albin hier mit einem guten Konter. Ist halt die Frage, kann ich nochmal kontern? Vielleicht an der einen Stelle. Oh, oh, er hatte da gerade ein paar Probleme. Jetzt echt nochmal mit Risiko. Ja, 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 wir berühren uns nicht. Ich bleib fair. Rausbeschleunigungsduell. Wir haben DRS, wir haben DRS. Wer ist jetzt vorne? Okay, wer ist jetzt vorne? Und fahr das Ding sauber zu Ende. Ah, ja, wir sind auf 12. Gebt euch das, Leute. Albin war 9000stel vor mir. 9000stel. Wahnsinn. Also wirklich ein absolutes Fotofinish. Den Sprint gewonnen hat Verstappen vor Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Alonso, Sainz, Stroll, Perez und dann halt Albin, 9000stel vor mir. Was ein Finish. Super knapp, hat aber Bock gemacht. Verspricht auf jeden Fall einiges fürs Rennen. Aber erst gehen wir zum Qualify natürlich fürs Rennen und gucken mal, dass wir uns hoffentlich dort etwas besser qualifizieren können. Auf geht's jetzt gleich hier in unsere erste Quali-Runde. Und gucken mal, was wir hier dann hinlegen. Ich will mich auf jeden Fall besser qualifizieren als im Sprint. Ja, etwas vorsichtiger dementsprechend auch angefahren. Aber der erste Sektor ist eigentlich unsere große Stärke. Das haben wir auch im Sprintrennen gesehen. Diese Stelle auch nicht immer so einfach, aber gut. 13. gerade mal vor Ricciardo. Ja, diesmal hier kein Quersteher, schön. Das war ja immer die Stelle, wo wir echt Probleme hatten. Ja, gut rumgekommen. Schön. Jetzt Power, Power, Power. Also wenn wir gleich den dritten Sektor in Ruhe so zu Ende fahren, dann können wir uns, glaube ich, qualifizieren. Weil das scheint eine gute, saubere Runde zu sein. Aber ich will es noch nicht... Ich will den Tag nicht vor den Abend lohnen, oder wie man sagt. Halbe Sekunde schneller als Ricciardo, sehr schön. Ja, hier, ja, ja, hier will er immer schön ausbrechen. Lassen wir ihn aber nicht. Hart gefahren, ja, nochmal korrigiert. Am Ende eine 1,35,9. Ich glaube, das war knapp. 16. nur. Ich glaube tatsächlich, der Quersteher am Ende hat uns hier gekillt, Leute. Wären wir da sauberer gefahren, dann hätten wir dieses Zehntel nicht verloren. Und dann wären wir wahrscheinlich bei einer Zeit von Albin. Also 1, 2 Zehntel hat uns das locker gekostet. Aber hey, immerhin schon mal eine bessere Position als im letzten Qualifying. Wir haben ja auch gezeigt, dass wir im Rennen die Stärke haben. Wir gehen rein und gucken mal, wie das Rennen dann so wird. Wir sind hier jetzt beim Rennen und es regnet auf jeden Fall ordentlich, Leute. Ich bin mal gespannt, ob sie die richtigen Reifen nehmen. Verstappen war 30.000stel vor Norris. Wow. Ganz knapp. Ganz knappe Kiste hier. Muss man auch erstmal machen, aber Verstappen ist immer on point da. Dann Alonso nur 80.000stel weg und dann Piastri schon sehr weit. Also die ersten drei in ihrer eigenen Liga, dann Leclerc, Russell, Hamilton, Stroll, Perez, Sainz, Albin wieder auf 11, stark. Magnussen, Tsunoda, Gasly. Ocon auf 15, wie auf 16. Hülkenberg, Su,
Ricciardo und Bottas. Also der Wagen kann mehr als das, was ich gezeigt habe. Aber ja, wir werden... Wow, wir können sogar mal selber auch hier nasse Reifen nehmen. Das heißt, ich denke mal, dass die CPU auch die richtigen Reifen hat. Geht doch. Geht doch. Gehen wir rein ins Rennen. Es wird spannend. Es geht los, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie es im Regen wird. Da habe ich ja auch noch keine großen Erfahrungen, beziehungsweise gar keine, im starken Regen zu starten. Vorsichtig angefahren, aber es ging gut. Boah, Ocon will hier dicht machen, aufpassen. Ja, wir versuchen hier wieder Position zu gewinnen, gleich beim Start. Kleine Berührung, aber nichts Schlimmes auch hier. Ui. Boah, eng alles. Alter, ui, Gasly ist da einfach reingerauscht. Das war nicht fair von Gasly. Albon hat ordentlich verloren, drei Positionen, hart. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier möglichst mithalten können. Weil es wird natürlich sehr schwierig hier. Und ich habe schon wieder keinen Funk. Das regt mich jedes Mal so auf, ne? Warum kann ich nicht funken? Boah. Jedes Mal fehlt der Funk plötzlich. Das ist so nervig. Auch wegen den Bedingungen auf der Strecke und Co. Na super. Albon jetzt hier. Albon vor uns. Das Gute ist, wir fahren eh mit mehr Flügel. Das sollte für die Bedingungen jetzt auch gut sein. Aber es ist echt nicht einfach zu fahren. Okay, auf hier. Ja, Junge. Alter, ist das... Das fühlt sich teilweise an, als würde man auf Eis fahren. Ja, komm. Das ist auch immer wieder erstaunlich, ne? CPU so gar keine Probleme, man selber am Schlittern. Die fahren einfach zu clean bei solchen Bedingungen. Naja, gucken wir mal, ob wir mit Albon und Co. mithalten können. An Albon. Vielleicht können wir sogar gleich attackieren. Ui, 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 Albon, Albon! Also auch er hier mit Problemen. Und jetzt kommen wir vielleicht an ihm vorbei. Sehr schön. Keine Probleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, machen wir. Der nächste wäre Gasly für uns, um ihn zu kriegen. Und versuchen wir an Gasly hier vorbeizugehen. Außen rum. Ja. Abstand zum vorausfahrenden Auto 1,7 Sekunden. Die Ästes sind unser Abschnitt. Dafür hier nicht. Da könnte Gasly gleich vielleicht kontern. Er probiert es tatsächlich schon, ja. Gasly versucht sich zu wehren. Jetzt kriege ich die Kurve nicht perfekt. Ging noch. Ist halt die Frage, ob Gasly jetzt wieder zuschlagen kann oder ob wir vor ihm bleiben. Platz 13 ist erstmal grundsolide, wobei ich Magnussen auch noch gerne kriegen wollen würde. Und eigentlich auch Tsunoda. Also ich denke, Platz 11 ist wieder möglich. Danach die Top 10 zu attackieren, schwierig. Aber wir probieren unser Bestes. Ist seit dem zweiten Sektor stark? Aufpassen. Uiuiui. Magnussen, wir kommen. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Ja, wir haben jetzt nur noch leichten Regen. Ist halt die Frage, wann man dann auf Inters wechseln kann. Ist auch nicht so einfach zu beantworten dann. Ich kann auch leider nicht funken. Das bedeutet, ich muss dann gamblen, falls ich früher reingehen will. Oder ich halte mich halt einfach an die Konkurrenz, was ein bisschen schade ist. Weil uns das so ein bisschen die Möglichkeit gibt, einfach früher reinzugehen. Aber es ist halt nicht möglich zu funken und das ist ein bisschen, naja, nervig. Gasly und Albon können aber gerade nicht mithalten mit mir und Magnussen. Ui, 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 ui. Ja, das ist unser Abteil hier. Ui, kaum sage ich's. Jetzt driften wir hier fast schon so rein.
Magnussen. Wir warten auf dich. Beziehungsweise wir jagen dich. Okay, Mac, jetzt bist du fällig. Jetzt bist du fällig und wir fahren vorbei. Also auch Magnussen können wir hinter uns lassen, sehr stark. Es läuft im Rennen und Tsunoda... Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Tsunoda ist wahrscheinlich... Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Tsunoda ist auch noch eine Frage der Zeit und guckt euch mal an, wie trocken das hier wird, also verhältnismäßig. Eine richtig schön trockene Spur. Ich weiß nicht, ob man nicht sogar schon Inters nehmen könnte. Komm, wir probieren es einfach. Wir gehen rein, holen uns Intermediates. Wir gucken mal, ob es klappt oder nicht, weil ich finde eigentlich die Strecke, die ist okay. Und hinter mir kommt auch jemand rein. Ich denke, das war gar nicht mal die falsche Entscheidung. Weil wenn auch die CPU reinkommt, dann ist es meistens richtig. Fahr raus, fahr jetzt raus. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Wir gucken mal, ob wir hier jetzt eine bessere Zeit hinlegen können. Vielleicht geht nach vorne was. Keine Boxenstopps mehr geplant. Also wir haben jetzt aufgeschlossen, aus diese Gruppe. Und von denen geht aber keiner rein. Was ich nicht richtig verstehen kann, weil man viel schneller mit Inters ist. Also wir wären auch jetzt hier die schnellste Runde gefahren. Ich wollte eben sagen, wir werden die schnellste Runde fahren, aber jetzt haben wir sie ja schon. Und guckt euch an, wie die hier Probleme haben in der Kurve. Ja, jetzt habe ich natürlich auch einen Quersteher. Aber wir sind hier einfach wieder dran und wir haben schon einen Stop und die nicht. Also auch hier. Ja, wir gehen einfach vorbei. Also, es ist cool, dass sie jetzt ja mit Regenreifen fahren. Aber lediglich ich und Hülkenberg haben jetzt wirklich die Inters genommen. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler der CPU. Ich meine, ich finde es ja cool, wenn auch manche andere Strategien fahren, aber man sieht ja ganz klar, dass Inter schneller sind. Nee, dann nutzen wir einfach die Reifen, die wir haben. So. Reifen auch noch ganz gut im Zustand bei uns. Nächste wäre jetzt hier Daniel Ricciardo. Die halten sich natürlich auch alle brutalst auf. Also gerade deswegen hätte es sich ja mal gelohnt, einfach mal auf Inters zu wechseln. Perez hat auch Intermediates, interessant, wenn ich es richtig gesehen habe. Der müsste dann eigentlich easy vorbeikommen oder schafft er das nicht? Ja, bessere Rausbeschleunigung. Kleine Berührung. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir hier auf der nassen Seite sind. Da rutscht man sonst ganz gerne, ja. Aber auch am nächsten vorbei. Also mit dem Intermediates gehen wir echt gut ab. Ocon geht jetzt auch rein. Ich glaube, der wird sich die jetzt auch holen. Und guck mal, wo wir schon sind. Wir sind schon bei Albin wieder. Unserem Teamkollegen. Und Perez geht da jetzt wahrscheinlich auch vorbei. Oder? Na, Albin verteidigt das nicht schlecht. Ich versuche hier dann durchzustecken. Jetzt bin ich hier auf der nassen Spur. Ui, oh, etwas zu viel Risiko. Das war ein bisschen zu viel Risiko meinerseits. Aber ich würde da natürlich auch gleich profitieren. Versuchen es hier außen, ja. Auch wenn es hier nass ist. Ja, sind jetzt hier in. Haben uns da durchgefercht. Und schaut mal, Gasly ist aktuell 10. Und wir waren schon in der Box. Ey, ich glaube, wir können hier sogar Punkte holen. Wir haben einfach massiv Zeit gut gemacht, dadurch, dass wir früher in der Box waren. Sergio Perez. Wir versuchen unser Bestes gegen den Red Bull. Gasly verteidigt sich. Wir gehen jetzt auf die ganz nasse Spur. Wir müssen da sicherlich ein bisschen aufpassen. Ich bremse langsam rein. Bin aber in und beide überholt. Beide überholt. Okay, die vor uns sind auch alle auf Inters unterwegs. Also sie waren alle schlau genug, früh zu kommen.
Interessant. Aber wir sind Stand jetzt 10. mit der schnellsten Runde. Wobei Perez uns natürlich irgendwann kriegen wird. Da müssen wir uns nichts vormachen. Der hat den Red Bull. Der wurde da zwar ein bisschen aufgehalten, aber der wird langfristig an uns vorbeiziehen. Und jetzt auch schon. Okay, müssen wir mit leben. Aber da sind jetzt manche in der Box. Da sind manche in der Box. Albin jetzt auch erst in die Box. Oh, bleiben wir vor dem Ferrari? Ne, die kommen vor uns raus, leider. Die Attacke gegen Perez. Boah, ich komme hier weit in. Es geht hier gerade um Punkte für uns. Schade, dass wir nicht vor Sainz und Stroll rausgekommen sind. Gerade Stroll wäre so ein Kandidat, wo ich es mir schon zugetraut hätte, vor ihm zu bleiben. Perez könnte jetzt attackieren. Der versucht's. Ich versuche mich hier zu verteidigen vor Sergio Perez. Es wird aber nicht leicht, das zu halten. Weil unsere Reifen, wenn ihr da mal raufschauen wollt, die sind halt voll im Eimer hinten schon. Und das fühlt sich wirklich teilweise an, wie auf Eis zu fahren. Also das ist nicht mehr nett, so zu fahren. Das macht keinen Spaß, sage ich euch ehrlich. Weil du jederzeit, gerade hier, echt aufpassen musst. Ein bisschen mehr Gas geben und dann zack, bricht der Wagen wie hier schon wieder aus. Perez kann da einfach, ja, der kommt hier einfach vorbei. Der kann einfach viel cleaner fahren. Die Position kannst du dir zurückholen. Ja, ja, will ich auch, aber das wird nicht einfach mit den Reifen. Okay, gut gemacht. Gute Arbeit bei diesem Ziel. Ja, wir müssen ein bisschen hier aggressiver agieren, wenn wir den Punkt wollen. Auch hier wieder, wie ich wegrutsche. Wir haben uns die Position erstmal wiedergeholt, müssen aber wirklich überall, wo man mehr Gas geben kann, etwas aufpassen. Hier, es ist schwierig. Ich meine, ihr merkt ja, wie ich hier wegrutsche, wie ich hier im Sliden bin. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es ist so, als wäre, sobald du Gas gibst, der Wagen, das Heck einfach ciao. Das Heck sagt einfach ciao. Nee, da können wir uns kaum noch verteidigen. Keine Chance. Die Punkte sind weg. Die Punkte sind weg. Und auch hier Tsunoda, der wird es jetzt gleich probieren. Ich will versuchen, irgendwie noch zu kontern. Das wird schwer. Wir müssen halt so langsam anfahren, dass wir da mehr Zeit verlieren werden. Auch hier jetzt. Wir müssen langsam machen. Wieder ganz ruhig anzufahren, aber ja, auch hier, es ist der Wahnsinn. Aber diesmal sind wir einen Ticken besser weggekommen. Es ist ein böses Geslider hier. Komm, push dich noch mal ran da. 50% hinten links, okay. Achtung, Achtung! Oh, vorne ist gelb! Vorne ist gelb! Oh! Stroll! Wir sind wieder in den Punkten! Grüne Flagge! Wir sind wieder in den Punkten! Was geht denn jetzt ab? Wir sind in den Punkten, Leute! Weil Stroll abgeflogen war! Die Esses können wir nach wie vor sehr gut fahren. Boah! Ich bin so hart am Fighten mit diesem Fahrzeug, Mann. Hülkenberg ist raus, okay. Hülkenberg auch noch raus. Ich versuche irgendwie am Perez dran zu bleiben, aber das wird wahrscheinlich nichts. Wir müssen eher nach hinten gucken. Weil es geht hier plötzlich um den Punkt, weil Stroll den Fehler gemacht hat. Ey, wie geil wäre das, wenn wir einen Punkt holen, obwohl Perez uns am Ende doch überholen konnte. Ich meine, ich bin hier am Fighten, so gut es geht, da irgendwie dran zu bleiben. Aber das ist halt schwer, weil ich darf nirgendwo zu früh aufs Gas. Sonst fliege ich weg. Okay, ich muss vorsichtig bleiben am Gas.
Hier ist wieder die Stelle, wo ich mit am meisten verliere. Boah! Junge, 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 ruhig, 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 ruhig. Flieg mir mal bitte nicht weg. Wow. Das ist natürlich der Tribut, den wir zollen müssen, weil wir früh die Reifen hatten. Und wir haben jetzt noch zwei Runden. Es geht mehr darum, hinter uns zu schauen und vor Tsunoda zu bleiben. Als nochmal an Perez ranzukommen. Ui, 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 ja. Aber jetzt wieder die S's. Bei den S's, da gewinnen wir. Da ist dieses Slide sogar fast schon vorteilhaft, weil man richtig schön reinslidet. Das ist echt so der Sektor, wo wir einiges gewinnen. Wir haben da auch schon wieder Bestzeit gefahren. Aber in allen anderen Sektoren ist das Sliden sehr gefährlich. Ui, ui. Aufpassen. Alter, 60% hinten links und das bei den Bedingungen. Ja, es wird auch ganz schön heiß hinten. Tsunoda, der wird es natürlich probieren, der will auch den Punkt. Bleiben wir aber erstmal vorne. Okay, wieder langsam. Sehr vorsichtig, nicht langsam. Ich will vor Yuki Tsunoda bleiben. Ich will den Punkt mitnehmen, wenn Stroll uns den schon schenkt. Maga! Nein, 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 Tsunoda soll hier jetzt nicht vorbei. Sieht so aus, als wäre das Wetter in 5 Minuten wieder trocken. Ja, das ist mir egal. Das ist mir egal. Das hätte vorher passieren müssen. Wenn es nochmal relevant hätte sein sollen. Die letzte Runde läuft. Letzte Runde. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 2,6 Sekunden. Der Abstand nach vorne ist mir gerade scheißegal, Mann. Ich will den Punkt hier retten. Was für nach vorne? Perez kriegen wir nicht. Wir müssen mit diesen Hinterreifen irgendwie vor Tsunoda bleiben. Dafür brauche ich jetzt gute Assists. Das muss jetzt die Basis sein, der erste Sektor. Schön hier reinlehnen, nicht zu krass, aber das Sliden hilft hier tatsächlich. Ah, Junge, Junge, ich meine, ihr merkt ja selber. Ich bin kaum aufs Gas und trotzdem rutscht mir hier alles weg. Meine Güte. Ich fahre Kampflinie gegen Yuki Tsunoda. Boah, er kann aber jetzt hier reinstechen, glaube ich. Ja. Wir brauchen jetzt die komplette Energie. Tsunoda gegen uns. Er konnte das mit dem Reinstechen nicht ganz nutzen. Ich fahr Kampflinie. Ich fahr Kampflinie gegen Yuki Tsunoda. So, ich lasse ihn da verhungern. Da fahre ich nämlich ein bisschen breiter und dann bleibt er hinter mir. Und jetzt auch hier wieder schön innen fahren. Er wird vielleicht versuchen reinzustechen. Nein, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Auch hier wieder schön infahren, dass er da bloß nicht reinstechen kann. Schnell bin ich sicherlich nicht mehr. Und auch hier jetzt. Junge, einfach durchkommen. Einfach durchkommen. Einfach durchkommen. Tsunoda attackiert nochmal. Ey, nicht, dass er mich hier kriegt. Boah, der ist. Der versucht es und ich glaube. Das gibt's nicht. Hier. Ich kann mich nicht verteidigen mit den Reifen. Es klappt nicht. Es klappt leider nicht. Ich kann mich nicht mehr verteidigen, richtig. Jetzt hier gegen Stroll. Auch hier. Die rutschen. Schade. Aber so, es hat nicht mehr geklappt. Pass auf dein Auto auf, Elfter noch, immerhin. Aber gegen Tsunoda ging es nicht mehr. Die kompletten stumpfen Waffen verteidigt. Kein Punkt, leider. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Oh. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als ein Spaziergang ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt haben wir einen neuen Formel-1-Weltmeister. Glückwunsch an Verstappen. Hier haben wir die Endplatzierungen. Verstappen vor Norris, dann Leclerc, Hamilton, Piastri, Alonso, Russell, Sainz, Perez, Tsunoda. Ey, wir haben echt ein geiles Rennen.
absolviert, aber irgendwann waren die Reifen so durch, da ging nichts mehr. Ich meine, Stroll hätte uns fast einen Punkt gebracht mit seinem Fehler. Leider hat es nicht geklappt. Leider, leider nicht, aber hey, man kann trotzdem zufrieden sein. Verstappen ja schon Weltmeister, wie wir gesehen haben. Das ist auch der Wahnsinn. Ich meine, gebt euch das mal, der hat 300 Punkte mehr als Perez. Also Sergio Perez sollte im nächsten Jahr nicht mehr im Red Bull sitzen. Vielleicht auch in der Realität nicht, aber darüber könnt ihr diskutieren. In der Konstrukteurswertung muss man auch sagen, macht das Verstappen fast im Alleingang. Weil das, was Perez dazu beiträgt, ist dann doch ein sehr, sehr kleiner Teil nur. Bei uns ändert sich nicht viel, wir bleiben Top-10-Fahrer, da wird sich auch nichts mehr ändern, wenn nichts komplett Verrücktes passiert. Wobei Stroll, ja, der macht so viele Fehler, ich glaube, das halten wir. Und auch hier, da sind wir auf Platz 6 relativ safe, sofern nicht plötzlich Alpine oder Sauber hier ein Rennen gewinnen oder so. Aber ja, sehr schwierige Bedingungen hier in Austin, ein sehr, sehr schwer zu fahrendes Rennen, also hier auch jedes Mal die Hinterreifen, die waren definitiv die Problemstelle. Aber es war spaßig, es war spaßig. Auch wenn am Ende nichts Zählbares bei rumkommt. Diesmal konnte Tsunoda nicht ich abstauben. Ja. Nächstes Rennen ist in Mexiko. Macht natürlich Sinn, von den USA Richtung Mexiko zu fliegen. Okay, ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass unsere neuen Teile ohne Probleme angekommen sind. Wir lassen ihn labern. Ich verabschiede mich. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Und bye bye.